Ganz kurz, Leute, bevor wir jetzt dieses Video zusammen schauen. Dieses iPhone stirbt bald. Ich muss das iPhone aufladen. Gib mir jetzt einen Prime Sub, damit ich mein iPhone aufladen kann. Oh, bitte, ich muss mein iPhone laden, sonst stirbt es. Junge. Also, Digga, ich werde hier noch komplett. Also, Digga. Willkommen zu Teil 5, warum sich Simex löschen sollte. Vorab einmal paar wichtige und schlaue Worte von Simex. Like da. Es ist wirklich anstrengend zurzeit jeden Tag Videos zu produzieren, vor allem an den Feiertagen. Deswegen zähle ich da. Darkslayer, danke für deinen Sub. Du hast mein iPhone gerettet. Gehend auf euren Support. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, lasst gerne ein Abo da. Ja, ist bestimmt hart während den Feiertagen. Here we go! Das erste Video heißt, meine Freundin stellt mir unangenehme Fragen. Da schauen wir jetzt nochmal rein. Das haben wir eben schon bei KuchenTV gesehen, wird wild. Dann schauen wir mal, wie unangenehm es war. Hey Leute, was geht heute zu? Ich find's sehr unangenehm. Ich finde das Video bis jetzt sehr, sehr unangenehm. Ich find's... Ich find's jetzt schon unangenehm. In einem etwas unangenehmeren Video, denn ich darf Simi alle Fragen stellen, die ich jemals hatte. Chillige Tattoos habt ihr beide, wirklich. Chillige Tattoos, die sind sehr, sehr schön. Sehr schöne Tattoos habt ihr, wirklich. Schöne Tattoos, wirklich. 1A. 1A Tattoos. Und ich sag euch, ich habe sehr, sehr unangenehme Fragen raus. Sippi. Gesucht. Was ist das Peinlichste, was mir jemals passiert ist? Ich fasse es für euch zusammen. Er labert 2 Minuten, um am Ende nur zu sagen, dass er eine andere Frau mit seiner Mom verwechselt hat. OMG. Kommt ja darauf an, was er dann mit der anderen Frau gemacht hat, ne? Ist halt die Frage. Gerade wie jetzt gerade schon über deine Mom geredet hast. Mhm. Die geht direkt auf Mutter. Hm? Will ich von dir wissen, ob dich deine Mom schon mal bei irgendwas erwischt hat? Ich fasse euch wieder die nächsten. Ich find's so chillig, dass er das alles überspringt, was Simex sagt. 3 Minuten zusammen. Er sollte keine Freundin haben und eines Tages wurde er von seiner Mutter erwischt, wie er sich mit einem Mädchen getroffen hat. Kommen wir zu... Digga, also wirklich, das ist aber jetzt... Also das ist wirklich sehr unangenehm. Das ist wirklich schon sehr unangenehm. Eine Frage, die natürlich gut für mich ist, und zwar will ich gern von dir wissen, wie viele Girls du schon geküsst hast. Oh mein Gott, also zu der Frage tut mir leid, aber die kann ich dir leider... Waren es mehr als 5? Also, ich würde sagen nein. Wenn's mehr als fünf wären, ja, dann müsste ich ja mindestens 3 geküsst haben. Ja. Waren's mehr als 10? Mehr als 10? Ja, okay, egal. Ja. Mehr als 10? Ob es etwas gibt an mir, was dich halt todesstört, also... Was sich richtig stört. Okay, wäre ich jetzt ein Lutscher, hätte ich einfach gesagt, ich bin so perfekt, mich stört gar nichts an dir. Okay, ich fasse die Aussage zusammen. Er hat gesagt, dass ihm nichts stört. Welches Körper... Oh nein, was für eine wilde Hopsnahme. Dann ist er ja ein Lutscher. Fasse die Aussage zusammen. Nochmal. So, was sich richtig stört. Okay, wäre ich jetzt ein Lutscher, hätte ich einfach gesagt, ich bin so perfekt, mich stört gar nichts an dir. Okay, ich fasse die Aussage zusammen. Er hat gesagt, dass ihm nichts stört. Chat! Wie passiert sowas? Woher kommt's? Auf welchem Planeten leben wir? Oh nee. Welches Körperteil du an dir selbst eklig findest? Ich hab richtige Big Toes. Hast du mich schon mal angelogen? Aber ich kann mich halt wirklich nicht dran erinnern, dass... Ich würde doch nicht sagen, also Simex ist, glaube ich, kein Mensch, der lügen würde. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Simex lügen würde. Das ist kein Lügen-Simex. Dass ich dir irgendetwas nicht gesagt habe und dich angelogen habe. Angenommen, du hast ja jetzt einen Wunsch frei und du könntest eine Sache an mir ändern. Was wär's? Bruder, sag anal. Ja, sorry, egal. Ich liebe halt an ihr ihre blonden Haare und ich bin so ein Mensch, ich mag es vor allem bei Latinas, wenn die blonde Haare haben, das sieht halt so sick aus. Sie hat natürlich den Ansatz von blond, also etwas helleres Blond, wisst ihr, wie ich meine, Leute? Kommen wir zu der...
Was ist das für ein Video? Frage. Auch aufs Aussehen bezogen. Mhm. Gab es jemals einen Zeitpunkt in unserer Beziehung, wo du dir dachtest, oh mein Gott, finde ich gar nicht hübsch gerade? Die Antwort war nein. Diese Computerstimme dazu, Digga. Imagine Google Übersetzer nimmt dich hoch. Das wird mir hier ein bisschen zu unangenehm. Kommen wir zur letzten Frage. Gab es jemals einen Zeitpunkt, auch in unserer Beziehung, wo du dir dachtest, dass du nicht mehr mit mir zusammen sein willst? Oder gab es vor der Beziehung mal einen Zeitpunkt, wo du dir dachtest, so, keine Ahnung, vielleicht ist es doch nicht eine gute Idee, mit ihr zusammenzukommen wegen das und das und das? Also nee, ich hatte nie Zweifel. To be honest. Krankes Video. Absolut krank. Absolut krank. Das nächste Video heißt, nach 365 Tagen wieder auf PS4 spielen, kein PC mehr, Fortnite. Wenn er jetzt auf dem PC spielt, dann schlage ich mir selber ins Gesicht. In dem Video spricht er davon, wie krass er ist und dass er auf dem PC ja so gut ist. Doch Simex kann nicht damit leben, geholt zu werden. Hä? Was? Was passiert? Hä? Ich war auf einmal tot. Leute, ihr habt's gesehen. Hä? Das meine ich. Solche Bugs würden niemals auf PC passieren. Ja, voll krass, wusste gar nicht, dass man nur auf der PS4 von einem Auto geholt werden kann. Ja, ich kann nichts machen. Ich habe sogar diesen Treppentrick versucht. Aber ihr seht den Namen Blue 3-Striche, das ist halt ein PC-Spieler. Und der tanzt halt, weil er wahrscheinlich Ellie kennt. Wisst ihr, wie ich meine? Nee, ich weiß nicht, was du meinst. Das ist halt so gegen den PC-Spieler als PS4-Spieler kannst du leider nichts machen. Mhm. Und der ist wahrscheinlich nur so ein durchschnittlicher PC-Spieler, wisst ihr, wie ich meine? Mhm. Wenn ich, das soll jetzt nicht irgendwie abkommen. Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? King. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Xbox-Controller mit 240 FPS gegen ihn zocken würde, würde er halt absolut kassieren. Yeah. Im Titel steht, dass er kein PC mehr spielt, doch dann. Am Morgen kann ich wieder auf PC spielen, Alter. Jaha. In dem Video. Jedes Mal, wenn ich sterbe, muss meine Freundin mir die Haare schneiden. Ist Simex 5-mal gestorben. 4-mal wurden seine Haare geschnitten, okay. Und beim letzten Mal nicht. Okay. Auf dem Thumbnail steht ganz groß Glatze. Natürlich wird nur ganz wenig abgeschnitten. Wer hätte damit gerechnet? Das wäre actually ein geiles Video. Machen wir nicht so viel, gell? Zeig dann die Kamera. Oh nein, meine Haare werden wieder geschnitten und sie wird mir jetzt gefühlt die Haare oben so kurz schneiden. Nee, also die sind nicht so kurz. Und ich werde so oft sterben, ist einfach der perfekte Zeitpunkt für dieses Video. Alter, wie viel hast du mit abgeschnitten? Ja, das. So viel schneide ich nicht. Leute, schau, hast du mir hier eine Glatze gemacht? Hast du mir hier eine Glatze gemacht? Nein, hab ich nicht. Ich bin wirklich komplett sprachlos. Hülsey Poker, King of Germany, Dankeschön. Ich bin wirklich mal wieder absolut sprachlos. Wow. Chillige Frisur, Bro. Ganz chillig, Digga. Wirklich geil, sieht echt gut aus. Ja, Leute. Okay, Leute. So sieht auf jeden Fall das Endergebnis aus. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, ob es besser aussieht. Wieder einmal haben wir sie herausgefordert, Realität und Fantasie zu unterscheiden. Lagen sie immer richtig oder ist die Wahrheit einfach unfassbar? Oh, Junge, Junge, Junge. Nee, Papa Platte sieht actually besser aus. Und das ist wirklich schon schwer, sowas überhaupt aus meinem Mund zu hören. Ihr Jonathan. Ja, ich habe wirklich geisteskranke Schmerzen. Wieder mal kein Konzept, Videos, okay, die kann. Leute, lass uns jetzt mal wenigstens was mit Werten gucken, Alter.